brauche hier, boah. Das ist ja ewig viel. Alles klar. Klerus ist nicht wirklich loyal, die Bürger nur bedingt. Wie viel Kronland habe ich denn? Also der Klerus findet, dass der Papst, dass wenn wir mit dem Papst ein Adel ist. Deutschen. Investieren. Sind die, hier ist gerade Diplomatie. Das sind doch irgendwelche ich würde halt gerne mal wissen, wie ich die hier einnehmen kann. Ich würde die gerne einnehmen.
66. Ich finde es interessant, dass die Musik gefühlt die gleiche ist wie bei Stellaris. Kann ich denen nicht helfen? Ja, wahrscheinlich. So, ich möchte gern dann hier mal irgendwie weiterkommen. Wie kann ich denn das bitte nochmal ein... Ich möchte es doch... Das muss man doch irgendwie einnehmen können. Das muss doch irgendwie möglich sein. Und jetzt kommt Österreich wieder. Es ist nicht klar. Ich möchte eigentlich mal hier ein bisschen Landnahme betreiben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Hessen General. Jetzt springt immer gleich Österreich wieder mit rein. Ach nö. Die sind diesmal nicht mit am Start. Wir könnten da sogar gewinnen. Braunschweig, das sind die, ne? Also in 40 Jahren kann ich das machen. Plus 100.
Also dann schicke ich jetzt schon mal Diplomaten hin. Ich will, dass Thüringen irgendwann meine ist. Komplett. Ja, also ich baue weiter meine Provinzen hier aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier was Grundlegendes verdattel. Also gerade hier diese. Ich muss das eigentlich irgendwie versuchen auch zu. Das steigert aber, glaube ich, auch meinen Wert, oder? So ein bisschen zumindest. Noch keinen neuen Berater leisten. Die kämpfen tapfer, also Böhm hat hier gerade zu tun. Österreich hat hier gerade Krieg mit wem? Burgund? Also Thüringen ist sowieso dabei, das heißt das quasi. Oder? Jetzt halten wir es nochmal kurz an. Dann anscheinend schon am Truppenlimit. Okay, Minus ist vollkommen okay. Ich bin jetzt im Krieg mit Würzburg. Der ist mit uns im Krieg. Bamberg und Nassau. Alles klar. Wo ist Nassau? Würzburg.
mal weiter hier. Stopp. Das ist ganz schön uncool. Dass ich jetzt hier die Armee verliere. Ihr habt den Standesagenda befreundet und Neuentität, okay. Wieso sind meine Leute, also warum sind die noch im Krieg mit anderen? Und wann ist hier eigentlich endlich mal Schicht im Schacht? Müsste doch schon so gut wie meine sein. So, one track, FK kommt da. Ja, wann wird denn hier mal das eingenommen? So, da haben wir jemand Neues dabei. Hallo, ich bin komplett neu in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ach, schade, schon wieder weg. Gut, vielleicht beim nächsten Mal. Ach komm, schon diese 13.000.
schon mal kein Geld mehr. Das ist natürlich uncool. Jetzt verlieren wir da oben anscheinend mal eine komplette Armee. Ach komm. Irgendwie check ich das, also keine Ahnung, die kommen immer aus dem Nichts, die gegnerischen Armeen. Ist auch interessant, wie lange ich hier brauche, um diese blöde Festung hier einzunehmen. So, was machen wir jetzt hier? Frieden. Sonst kriege ich wahrscheinlich mega auf den Sack. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, was soll denn das? Sie werden nicht akzeptieren. Warum nicht? Ihr seid doch meine Verbündeten. Ha. Wen haben wir denn hier noch so? Die haben ja auch nichts, ne? Ja, dann habe ich das mal so richtig schön in den Sand gesetzt. Frieden verhandeln. Ich will eigentlich nichts fordern.
Jetzt habe ich hier keinen Diplomaten auf Abruf, der da irgendwas machen kann. Achso, der kehrt noch zurück. Was bedeutet denn das, dass das Land dann so grün ist? Leipzig wird nicht Teil von Würzburg. Sehe aber nicht ein. Das ist schön, dass die jetzt hier auf einmal irgendeinen Scheiß fordern können und ich konnte das vorher nicht. Ich will dem nichts anbieten. Ja, vor allem, und jetzt kann ich es nicht senden. Also das ist doch totaler Mumpitz. Und jetzt? Keine 1000 fähigen Männer. Wo sehe ich denn das, wie viel ich habe? Wo sehe ich denn, wie viele Rekruten ich habe? So ein Söldner. Die kosten zu viel.
Menschen hat ein Bündnis. Was ist das jetzt? So, wo sehe ich denn jetzt, wie viel wo sehe ich denn die Rekrutenreserve? Also meine Armee wächst quasi und aufgefüllt. Bisher habe ich nur 5000. Vielleicht sollte man da mal einen General zufügen. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass die nicht weitergehen und dass ich anscheinend mein Gebiet soweit erstmal behalten kann. Sind das 7000 dort schon? Steigen irgendwie schneller als ich das tue. Das ist natürlich eine ungünstige Situation. Dass Thüringen jetzt einfach mitkommt. Du musst mitziehen. Ach, da kommen die mit 12.000 schon wieder um die Ecke. Okay, ich bin eindeutig schlecht in dem Spiel und ja, wenn du hier mit deinen 4000 Honkels da stehen bleibst, dann kann ich auch nichts machen. Ach, das habe ich nicht. Es ist auch interessant, wie egal ob ich gewinne oder verliere, dass der Gegner da immer mehr rauszieht als ich. Jetzt
Thüringen tritt Coburg an Würzburg ab, Thüringen tritt Weimar an Würzburg ab. Sachsen endet die Invasion von Thüringen, Sachsen hat in Würzburg abgegeben. Mann! Mies! Minus 145. Ich bin pleite. Da würde sie keine Armee mehr haben, müsste hier doch voll das Plus stehen. Also ich raff es nicht. Ich hab doch hier schon mal überall. Da, wo ich meine... Mächtig enttäuscht mich vom Papa. Der hat das ganze Staatsgebiet verloren. Jetzt unfähig, wird bestimmt gleich gemeuchelt. Irgendwie so ein heimtückischer. Irgendein heimtückischer Meuchelmörder. 70, 70. 69, 69, 70. So. Kann ich jetzt wieder Armeen ausheben? Na, kann ich nicht, weil ich habe ja überhaupt gar keine Knete. Wo war denn dieses Handelsding? Tja, da habe ich noch wieder. Ich habe keine Ahnung vom Spiel, aber Hauptsache den übelsten Krieg anzetteln. Hauptsache Krieg anzetteln. Trotzdem kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht mehr. Wann habe ich das denn gesagt? Wir haben jetzt hier gleich mal 5000 Kredit aufgenommen, oder was? Muss ich die irgendwie zurückzahlen?
irgendwelche Kosten mit verbunden? Nö, ne? Nur damit ich nicht pleite gehe. Alles gut. Wie komme ich denn jetzt hier bitte? Warte mal kurz. Wie komme ich denn bitte auf dieses... Ihr habt Stufe 3 erreicht, aber nicht Stufe 5. Ideen, wie komme ich da hin? Darlehen wird bald fällig. Alles klar. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau war. Aktuell habe ich keine Armee, kann das sein? Aber die anderen können schon wieder fleißig Armeen ausheben. Das ist doch ein Traum. Prestige. Ich dachte, ihr könnt mich nicht leiden. Wo wollt ihr denn hin? Sie schon wieder 3000 Einheiten haben. Jetzt haben wir gerade nur 1000 in Reserve. Alles verpulvert. Uncool. Also meine krassen Ambitionen hier sind total den Bach runtergegangen. Es ist natürlich schwierig. Ich bin jetzt erstmal nur froh, dass wir überhaupt noch leben. Das ist ja alles nur Test hier. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Game. Ich mache das gerade das erste Mal. Ich habe gedacht, da gibt es irgendwie noch mehr Möglichkeiten mit... Ich dachte, da gibt es irgendwie noch mehr Möglichkeiten zwecks Diplomatie. 76. Kriegt alle Militärzugang. Hauptsache, lass mich in Ruhe. Wen kann ich denn hier als Rivalen auswählen? Der Magdeburg bestimmt nicht. Wo ist ein Landshut?
Ja, na klar, hier die unten. Böhm, nu. Wobei Landshut sieht uns eher als Gefahr. Sind das halt unsere Rivalen. Am 1. Juli 1461. Da müssen wir hier, also wenn es hochkommt, kann ich hier ein Darlehen zurückzahlen. Ich kann nicht bis dahin noch ein bisschen. Werde ich hier eigentlich auch von Österreich geschützt, wenn die anderen kommen? Wenn das so weitergeht, kann ich hier ein Darlehen. Kann ich ein Darlehen auslösen? Ich erhöhe immer einfach das mit dem geringsten Wert hier. Ob das sinnvoll ist, keine Ahnung, ich hoffe es mal. Also ich stärke jetzt gerade nur meine Provinzen, keine Armee am Start. Das dauert ja ewig, bis sich das hier mal auffüllt. Berater habe ich jetzt 3. Was mir die Information bringt, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. So, jetzt einfach mal die Beziehung zu Österreich und zu Burgund auch. Das wird ein Spaß. Sieht es hier oben aus? Dänemark. Haben wir gute Beziehungen, ne? Was steht jetzt mit König? Okay. Also sie haben jetzt hier quasi Ansprüche angeordnet. Das ist wahrscheinlich hier der. Ach guck. Ja, dann machen wir das doch mal. Achso, ja, ist ein bisschen blöd, wenn ich keine Armee habe und jetzt hier auf Krawall mache, ne? Sogar diese. Ne, das sind nur 3000. Wie meine ich das jetzt am schlauesten? Also wenn das so weitergeht, kann ich vielleicht sogar 2 Darlehen auslösen. 76. Okay, ich glaube, ich steig langsam dahinter. Das ist so ein bisschen. Das ist ein bisschen wie Stellaris. Mit den Ansprüchen. Mei, das muss man mir vorher mal sagen. Aber das kann ich erst machen, wenn ich da das Spionagenetz mehr habe. Aha. Ja, das ist doch mal
Ein bedeutender Mann im Dienst. Okay. Heißt das jetzt, ich habe hier wieder. Hier kann ich nichts weitermachen, ne? Also. Also ich kann anscheinend 2 Darlehen auslösen. Ob das so geil ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin jetzt mal dabei. Ich muss jetzt langsam hier wieder Armee aussehen. Also mit Dänemark bin ich jetzt gut am Start. Die sind auch noch schicki. Die sind total hate auf mich. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir nur ein Darlehen auslösen. Aber wir können jetzt hier schon mal mit dem Spionagenetzwerk beginnen. Dann sich den Krieg erklärt. Klar, das ist nicht unsere Rivale. So, 78, 70, 82. Zack. So, da habe ich mal 6000 am Start. Jetzt gucken wir mal, wie das hier mit dem Spionagenetzwerk läuft. Kann ich das irgendwo sehen, wie der Fortschritt ist? Zu wenige Rivalen. Immer braucht man. Ja, gut. Das
haben wir hier schon mal ein bisschen. Das ist schon mal gut. Jetzt ist halt die Frage, wie das mit dem Spionagenetzwerk aussieht. 'Keine so richtige Ahnung, wie ich das hier kriege, aber anscheinend kriege ich es irgendwie und dann drücke ich es einfach weiter. Ich bin immer noch 5, was auch immer, 3 wahrscheinlich, was auch immer das heißt. Der hier ist raus. Ja, ein, der auch so ein bisschen günstig ist. Bisschen aus wie Ben Kingsley. Also der Schauspieler. Ben Kingsley. Der Mandarin. Also, wenn ich das hier komplett verpeile, kann mir das jemand gerne mal schreiben, ob ich hier einen kapital-elementaren Fehler mache. Das ist durchaus möglich. Das heißt, ich mache das jetzt hier alles. Ich mache das jetzt hier alles mehr oder weniger auf Verdacht. Falls ich nicht, oder ich spiele in der zweiten Runde definitiv, weil irgendwie ich finde es schon cool. Und das ist halt das ist das Problem bei so einer Art von Spielen, ne? Die sind mega komplex und da brauchst du erstmal übel, um so ein bisschen eine Ahnung zu kriegen. Aber wenn da langsam so ein bisschen der Groschen fällt, und ich glaube, der fängt gerade bei mir so ein bisschen an zu fallen, ich höre es zumindest schon kullern, dann ist mega gut. Ich glaube, dass ich eine ganze Ecke noch nicht, gerade diese Diplomatie mit anderen Reichen und Beziehungen und bla und blub, das habe ich noch überhaupt nicht so auf dem Schirm. Aber vielleicht kriege ich das jetzt langsam mal mit der Eroberung hier hin. Bis jetzt hat er derzeit 12,87. Okay, und ich brauche wie viel, um hier einen Einfluss zu fingieren? 30? Ja, okay, alles klar. Also da muss man auch mit den, hier stehen einfach mal 6000 Bauern, die einfach mal böse auf Thüringen sind. So ist es richtig. Aber das, ja, dann ist es so ein bisschen wie bei Stellaris. Moment, ich habe hier noch mehr. Was kann ich mit den Diplomaten noch machen? Oder wo soll ich es denn hinschicken? Ich, ja, natürlich. Also, was frage ich denn? Spionage im Netzwerk aufbauen. Das ist es doch, was wir hier wollen. Oh, warte mal. Also Bürger mehrerer wichtiger Städte beschuldigen den Klerus. Oh. Zu Gier und Faulheit. Die frommen Gemeinde halten und den Prozess gegen ein besonders schlimmes Beispiel. Kocht vor Wut und fordert sich durch den Wir müssen zum Zahlen. Wir erhalten Dukat. Der Klerus beginnt. Der Stadt Klerus erlangt 10% Einfluss. Weg mit dem Klerus. Ich hätte eigentlich das Geld nehmen sollen, ne? Ich hätte wahrscheinlich das Geld nehmen sollen, ich weiß. Okay.
Okay. Wie gesagt, ich bin hier bestrebt, immer das Günstigste zu nehmen. In der Hoffnung, hier irgendwas zu steigern und auszubauen. So, jetzt hat er hier schon 4 wieder stehen, meine Herren. Ja, ich hoffe einfach, dass er dann hier nochmal rüber geht. 20. Das ist ja noch Thüringen und dann kann ich doch hier auch noch einen. Die Hessen sind die Nächsten, ich sag's dir. Nee, das mag er nicht so. Warte mal, die haben doch bei mir auch spioniert, ne? Das Problem ist, ich kann... Ich will es mir mit denen jetzt eigentlich noch nicht vergurken. Magdeburg, die mögen mich eigentlich. Kann ich hier die Beziehung noch ein bisschen verbessern? Achso, er hat mir gerade geschickt. Dann meckert er sowieso. Ich bin immer, also ich warte eigentlich drauf, dass die hier noch rübergehen. Gut, ich könnte auch mit den 6000 Mann hier angreifen. Kann man die irgendwie trainieren noch? Okay, jetzt haben wir das Darlehen ein bisschen verlängert. Schade, wir hätten es fast geschafft, hier 2 auszuzahlen. Naja. Gut geht. Deswegen führen sie Krieg? Oft. Ja, zumindest könnte ich hier meine Armee nochmal um 1. Sind denn die Pferde exorbitant besser gegen Infanterie? Oder ist das nur so ein... Gibt es da irgendwo einen Hinweis, was hier cooler ist? Alles klar. Coole Wurst. Also ich könnte mir jetzt das Vogtland holen. Hier wird sowieso gerade gefightet. Dann holen wir uns doch hier noch überall mal ein Element. Und meinetwegen auch. Dann kommen wir eine Reifenstaffel und dann gucken wir nochmal. Na klar. Also. Nein! Okay. Fahr rein, den Schiff. Ich kann ihn erst ab 30, ne? Nein, er ist aufgeflogen. Ja, Württemberg hat ja auch gar nichts hier unten.
Aber gut, bin ich irgendwie stumpf mit wem? Ja, dann weg. Die Stabilität will ich jetzt erstmal behalten. Was? Illoyale Stände, der Klerus. Was ist da los? Ich will kein Kronland verlieren. Keine Ahnung. Moment, stopp. Also. Nee. Der soll sie mal hier zu uns halt hinrichten. Wir sind hier. Also hier ist strikt. Das war übrigens ihr Sohn. Oh nein! Dann wird es schwierig. Keine Ahnung, ob das jetzt eine coole Sache war, die ich jetzt gemacht habe. So, weiter geht's. Genau, wir haben jetzt hier 8. Achso, du natürlich auch. Dann werdet ihr eine große Armee. Armee. Und dann kann ich ja hier einen Anführer, oder? Machen wir hier. Ja, genau, geh rüber. Mach mal. Fighte dort mit deinem Kampf. So, jetzt erstmal langsam. Also, wir haben. Nee, ich will jetzt eigentlich mal so ein. Der Klerus, ja. Was kann der machen? Kann der mich hier irgendwie. Kann der mich fertig machen? Ich hätte hier gerne einen Anführer, genau, und zwar einen General. Ne, das ist glaube ich gefährlich. Okay. So. Das ist doch cool. Jetzt haben wir hier sogar einen Anführer. So, das wollte ich unbedingt machen. Schauen wir nochmal. 80, 84. Wir haben einen Clan drin. Oh, wir haben nochmal. So. Alles klar, Herr Kommissar. Dann mach mal los hier. Mal gucken, wie das da ausgeht.
Bauern verlieren anscheinend. Und dann würde ich gerne mal Ansprüche auf Erfurt fingieren und dann mal den Krieg erklären oder mal schauen. Dann müsste das Ganze ja machbar sein. Je länger ich halt warte, umso länger, umso mehr schwieriger wird es dann am Ende, ne? Kann man das nicht irgendwo einfacher sehen? Also jedes Mal, wenn es im Sattel klimpert, dann ist es um eins gestiegen. Da haben wir es mir egal. Ich baue hier aktuell gar keins auf. Ich dachte, ich hätte dann gleich wieder einen hingeschickt. Klar, was auch immer mir das zu sagen hat. Wie viel macht er? 1, oh nee, das reicht. Nee, ich mach zweimal klimpern. 83, 83. Wie viel? Auch 83. Dann lass noch einmal klimpern. Nicht? Ja. Jetzt müsste es größer als 35 sein. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das bedeutet noch dreimal klimpern, oder wie? Uiuiui. Ich würde, glaube ich, allerdings das jetzt nicht mehr groß durchziehen. Ich würde das noch vorbereiten, das heißt den Anspruch darauf noch stellen. Das quasi jetzt nochmal klimpert. So, genau, den können wir abrufen, mit dem sind wir hier übel gut Freund. Hier können wir jetzt okay, so, jetzt haben wir hier Ansprüche auf Thüringen gestellt, also zumindest, dass es davon möglich ist. Und jetzt ist doch die Frage, wenn ich jetzt die Diplomatie Krieg erklären. Die haben Brandenburg als Verbündeter. Also so könnte ich es machen. Genau. Da würde ich jetzt an der Stelle erstmal stoppen. Ich habe, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie es funktioniert, grob. Der erste Krieg war eigentlich erfolgreich, nur habe ich es mit diesen Ansprüchen total verpasst oder vergeigt. Der zweite Krieg war dann totale Grütze, den haben wir verloren ziemlich stark. Ich glaube, da hatte ich noch Glück, dass ich so davon gekommen bin und nichts verloren habe.
Ja, und jetzt müssen wir das irgendwie mal weiterfahren. Müssen wir mal gucken, wie das läuft dann. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Und eine Erinnerung, dann kriegt ihr das mit, wenn ich wieder online gehe. Und ja, cooles Spiel, sehr viel zu machen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles entdeckt, aber das wird sich so peu à peu einstellen. Und ja, ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis bald. Euer Skip. Ciao, ciao.